Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die erste Nacht in Kroatien gut verbracht. Wir sind gerade eben aufgewacht. Deswegen ist meine Stimme noch so ein bisschen holzig. Ja, es ist sehr nebelig hier in Kroatien. Wie kalt ist das denn, Bernd, als du draußen warst mit dem Smurf? Ja, aber war dir kalt? Es war angenehm. Es war nass, neblig und sehr offline. Sehr offline, ja. Wir haben halt, wir waren ja gestern auf einer Halloween-Party hier, war super schön. Und wir, es gefällt uns hier an sich wirklich gut. Also nette Menschen, schöner Ort, wo wir stehen können. Ich kann es euch jetzt gerade nicht so zeigen, weil das ja halt ein Privatgrundstück ist von einer anderen Familie. Aber wir haben hier erstens gar kein Internet. Also Bert ist heute Morgen eine Viertelstunde in die eine Richtung, eine Viertelstunde in die andere Richtung. Weder mit O2 noch mit dieser SIM-Karte, die wir haben. Nur Telefon. Ja, das brauchen wir halt zum Arbeiten. Ne? Man kann immer so ein bisschen überbrücken. Ein paar Tage, aber ja. Wir gucken mal, wir laufen heute nochmal geradeaus oder nochmal dahin oder fahren auch mal ein paar Meter, ob das besser wird. Ansonsten würden wir morgen abhauen. Wenn wir morgen abhauen, was echt schade wäre, weil das ist so schön hier. Ich hoffe, wir finden heute Internet. Dann müssen wir morgen zum Tierarzt. Wir müssen nämlich für den Smurfy ein unversehrtes, wie heißt denn das? Ein Gesundheitszeugnis. Es darf nicht älter als 10 Tage sein, um nach Serbien einzureisen. Dann wissen wir auch noch nicht so genau, ob der Tierarzt das macht, wo wir morgen hingehen. Und was überhaupt bei dieser Untersuchung gemacht wird, das haben wir nämlich versucht zu ergoogeln. Wollten wissen, ob da wieder Blut abgenommen wird oder ja wirklich richtig ernste Untersuchung oder ob die einfach nur gucken, was weiß ich, der hat Schnupfen oder Fieber oder so, ne? Und was das kostet. Wir haben nämlich auch eine andere Familie kennengelernt mit noch mehreren Tieren, die auch gerne reisen. Und wenn die reisen würden, die müssten immer direkt 4 solche Zertifikate haben. Und das geht ja dann auch schon wirklich ins Geld. Ich weiß nicht, was sowas kostet. Das sage ich euch dann, wenn es soweit ist bei uns. Aber was du dann am Rödeln bist, oder Bernd? Wenn du jetzt 4 Tiere hättest? Oder 8? Oder ein Pferd? Ja. Also wir trinken jetzt mal Kaffee und dann zeige ich euch gleich mal so ein bisschen hier die Umgebung. Wir haben den Kamin angemacht und Feuerholz von draußen reingebracht. Ja, hat der Papa heute Morgen schon gesammelt. Das Feuer hört sich komisch an, aber ist egal. So, wir haben ganz schön Kondens hier. Ich weiß nicht, ich glaube nachts sind draußen 6 Grad. Müssen wir erstmal immer hier sauber machen. Wir haben jetzt auch Calvinos Zelt noch nicht aufgebaut. Der hat eh nicht hier geschlafen. Aber ja, da kann ich euch mal zeigen. Wir sind echt wirklich sehr, sehr ländlich. So. Ne, und Smurfy, die Katzen, ne, die sind was für dich. Ja, ich weiß. So, guck mal, hier wird jetzt noch gechillt. Smurfy braucht seine täglichen Einheiten zum Schlafen. Spinne hier, Livia. Wo ist die? Wir haben eine riesen Spinne endlich. Boah, die hat sich extra da versteckt, wo man die kaum kriegt. Ne, die könnte ja auch hier raus. Guck, ich habe hier auf Kipp gemacht, das Fenster. Boah, Livia beobachtet die schon die ganze Zeit. Und Bernd, wir waren ja gestern einkaufen. der räumt jetzt alles aus und wieder ein in der Küche. Im Vorratsschrank, ne? Ja. Damit der innere Monk befriedigt ist. Ordentlich. Das heißt ordentlich, aber ne, zusammensteht. Wir haben es jetzt einfach nur reingeschmissen, alles. Ja, ist jetzt auch übertrieben. Das war schon ordentlich. Reingepackt, einfach nur ohne zu überlegen. Ja, genau. Und jetzt gibt es gleich erstmal ein Müsli. Ja, Livia? Möchtest du auch ein Müsli? Ja. Ja, okay. Ich mach mal. Ja, das gibt her. Ich gebe dir Granola in der Schüssel, Livia. Ja, ich mache jetzt Müsli. Da hole ich uns mal Schüsseln raus. Ja. Smurfy, geh hopp. Geh hopps. Geh hopps. Heute mache ich dann Wurst davon. Dann lasse ich das auch schon mal hier. Ja, okay. Wenn ich bei Anfang zu kochen, mache ich alles direkt fertig. 2 Zwiebeln Schüsseln. Zwiebeln haben wir jetzt nicht mehr, ne? Habe ich noch eine Zwiebel dafür? Wir haben Zwiebeln, habe ich gestern im Lidl. Ja, super. Großen gelben Zwiebelsack geholt und Brot.
Sachen mehr. Ich mach dir was in eine Schüssel. Hast du das schon aufbekommen? Ja. Was passiert, wenn das Granola ausschüttet? Bumm, alles voll Granola. Ja, ich weiß. Dir ist das egal. Ich mach dir was in eine Schüssel, okay? Da hast du ein bisschen Kokosnuss, ein bisschen Walnuss, Sesam. Bitte schön, nimm's mal wie du nicht. Da rein, die Powerbank. Moment. Etty, geh ab. Komm, du brauchst hier gar nicht jetzt betten. Ab. Ich mach das nur zu, damit der Smurfy dich nicht. Hallo. Dir nicht klauen kann. Bist du in deiner Höhle? Das Essen. Also, es wurde jetzt mehrfach geschrieben, dass unser Müsli unappetitlich aussieht. Ich bin traurig, weil ich liebe das so sehr. Das ist so lecker. Und ich finde, das sieht lecker aus. Zeig mal. Erste Mal, dass wir den Sauger mitgenommen haben. Echt Luxus hier. Ja. Die Krübel hier von der Zwiebel und auch von der Schuhe der Dreck. Ja, die Haut von den Zwiebeln, die scheuert immer so runter. Und auch Libby hat heute Morgen Haferflocken gefrühstückt. War mir so völlig egal, wenn es daneben geht. Man kann man einfach wegsaugen, ne? Cool. So, wir gehen jetzt spazieren und hoffen, dass wir Internet unterwegs finden. Mein Telefon, wo ist das denn? Da. Okay, okay. Haben wir alles? Warte. Ich hoffe. Murphy? Ja, richtig cool angezogen. Ich habe oben Strickjacke, unten Flipflops. So. So, los geht's. Ach, hat ja alles geklappt gestern. Ja, hier sind unendlich viele Walnussbäume. Könnte man noch sammeln, aber wir haben ja unsere dabei. Livia, gibst du mir bitte eine Hand? Gib mir eine Hand. Er sagt, er muss rrrzen. Also diese Brücke. Was ist das hier? Ein Fluss? Ja, warte mal, Livia. Wir warten, bis der Papa rüber ist. Die wackelt auch so. Ja, die wackelt, ne? Mhm. Hörst du den Hahn? Ja. Los geht's. Abenteuerlich, wow. Da unten ist alles voll mit Entengrütze, heißt es, glaube ich. Boah, die ist echt heftig hier, die. Halt dich gut fest, Livia. Wow. Ja. Ja. Wow, es hat geknackt. Du lachst, du weißt ja nicht, was passieren kann. Ah, da sind wir. Es ist noch früh. Was haben wir? 9 Uhr? Genau 9 Uhr. Ja, mein Zeitgefühl. Nachher klärt sich das bestimmt auf. Und was sagt das Internet? Das ist ja lang gemacht. Ah ja. Hier sind viele wilde Hunde und Katzen. Er ist sogar noch süß und er scheint recht freundlich zu sein. Süß ist er. Etty ist hier. Ja, ich will die Heizung anmachen. Also bei dem Opa. Wetter. Der ist Murphy. Der Opa? Ja. Der Opa ist nicht hier. Schläft er noch? Ja. Ja, kann sein. Bei dem Wetter macht Camping nicht so Spaß. Ne? Wenn trocken ist, ist es wesentlich schöner. Am Nachmittag soll es richtig warm und schön werden. Da freuen wir uns schon drauf, ne? Jetzt machen wir uns noch einen Tee und Kaffee und kuscheln. Murphy, er ist halt mehrfach am Tag dann nass, wenn man spazieren geht. Dann ist immer alles dreckig und siffig. Jo. Das ist ganz aufgeregt. Aber mit den Katzen, das war jetzt schon besser, ne? Ja. Ja. Bernd wollte jetzt, glaube ich, kochen. Heute gibt es den Hexeneintopf. Hexeneintopf. Ich trinke den Kaffee gleich noch aus. Ist da noch was drin in der Kaffeekanne? Ja. Und Leberwurst wolltest du machen und ich mache Hummus, ne? Ja. Alles vegan. Würde ich jetzt gar nicht spüren, weil ich mache irgendeinen Kaffee. Eigentlich können wir ja. Das Oberteil auch wegtun. Nein, weil da bleibt die Wärme drin in der Kaffeekanne. Und kann ich das dann abklemmen, wenn es das sieht? Ja. Jetzt kannst du den streicheln, den Fisch. Den Fisch, den Fisch, den Fisch. So, wir haben beschlossen,
dass wir das Ganze hier jetzt als Handy-Detox nutzen. Wir haben ja jetzt keine Wahl, ne? Eigentlich. Es ist nirgendwo wirklich Internet. Ich konnte einmal auf Instagram Bescheid sagen, dass wir leben. Das haben wir über mobile Daten gemacht. Das haben wir über mobile Daten. Ist eigentlich ganz schön, weil kennt ihr das ja, habe ich euch schon oft erzählt, dass man oft das Handy in der Hand nimmt oder auch andere das Handy, also nicht ich selber, ich lasse es schon wirklich sehr oft liegen, aber natürlich verfalle ich auch manchmal dem, dass man einmal nur gucken will und dann guckt man die E-Mails, dann guckt man eben Instagram und zack, ist eine halbe Stunde verflogen. Und wenn man kein Internet hat, ist das eigentlich mal ganz schön. Was? Guckt man eine halbe Stunde frustriert und guckt einfach nicht. Nein. Du winkst, ne? Ja. Ja, und genau, heute machen wir Familientag, kochen, chillen. Es sieht sogar noch richtig ordentlich aus hier bei uns. Wir haben ja heute auch gefegt, gesaugt. Zweimal schon. Ja. Wir werden noch hier, wir mutieren noch zu ordentlichen, sauberen Menschen. Livia, kennst du das Lied? Schön ist es auf der Welt zu sein. Danke. Papalein. Zu wem? Zum Papalein? Sagt ihr das nicht zum Stachelschwein? Das war selber, oder? Das war ja der Heinzchen. Und der hat, glaube ich, nur aufgehört, weil er doch in Stimmbruch gekommen ist, ne? Da war die Stimme gebrochen. Machst du das in Donnerschüssel gleich? Ja, da kann ich mit dem Pürierstab schön. Ja, dann mache ich das meins und dann... Ja, ich nehme auch eine kleinere Schüssel. Ich kann die ja spülen dann. Ja. Mama. Ja, der ist fest, der klebt ja hier drauf, ne? So wie der, den habe ich festgeklebt hier, den Fisch. Ja. Die kleben ganz schön, ne? Die dürfen nur auf Bücher oder so kleben. Nach ganz langer Zeit mache ich heute Hummus selber. Kichererbsen, Paprika, süß, edelsüß, Tahin, das ist so ein Sesammus. Da ist ganz viel Knoblauch drin, unten drunter. Und Salz. Und das wird jetzt mal püriert mit dem Pürierstab. Ja, ich bin so froh, dass wir den Pürierstab mitgenommen haben. Schmeckt super. Ist allerdings sehr viel Knoblauch drin und dadurch etwas scharf. Ich habe noch Olivenöl reingemacht. Und genau, das fülle ich jetzt ab in eine Lock- und Lock-Dose. Smurfy und die Katzen. Oh Mann, ey. Er tut mir so leid. Die gehen aber gleich wieder rein, die Katzen, und schlafen. Und dann, ja, das legt sich dann wieder. Das ist halt nur, wenn er die sieht. Ich habe jetzt alle Fenster zugemacht, dass er nicht so die sieht und getriggert wird, der Arme. Ja, Smurf. Und dann gehen wir wieder raus, ne? Ja. So, dann zeige ich euch das hier noch. Das hat halt der Bernd jetzt vorgekocht. Unser Hexentopf mit Kidneybohnen und Mais und Sojahack. Dazu gibt es dann Reis. Ja, und Salat. Hast du auf die Dose? Ja. Dankeschön. Dann gib mir die mal, dann mache ich den Hummus da rein. Den Deckel kannst du ruhig noch halten. So, guck, der ist auch richtig streichbar. Cool. Ja. Der Calvino isst den auch, ne? Ja. Alle essen wir den, ne? Hummus. Lecker, lecker. Hummus, Hummus. So, guck, die Dose ist perfekt. Ja? Nee? Ja. So. Papa. Gestalten wir das optisch noch etwas schön, ein wenig schöner. Olivenöl obendrauf. Sieht immer so schön aus, wenn ich den kaufe. Wenn da so Olivenöl obendrauf ist. Wo ist der Deckel, Livia? Den brauche ich jetzt. Machst du den drauf? Ja. Super.
Jetzt probierst du es, jetzt brüch den Kaffee. Schmeckt gut. Also ganz normales Wasser. Wir haben hier Kraneberger gefiltert mit dem Soja Mini und wir haben jetzt nicht mehr die Gallone. Wir sind jetzt fortgeschritten. Haben so einen Kanister. War sehr klug. Ach, es war jetzt sehr kompliziert alles. Aber hier kann man halt zapfen. Sehr langsam, aber man kann zapfen. Da muss man wahrscheinlich weiter aufdrehen, ne? Und das muss jetzt alles wieder wahrscheinlich abinstalliert werden, damit wir den Kanister so davor stellen können und dann hier zapfen können. Mal die Bastellöscher, was ist sowas einfallen? Ja, weiß ich auch nicht. Bleiben wir hier oder hauen wir ab wegen dem Katzenzeug? Wir sollten das nur machen. Wir warten ab. Jetzt haben wir ja Internet. Wir konnten jetzt Videos hochladen und ein bisschen arbeiten. Holen wir uns dann deine eigene Karte für? Ja, können wir machen. Wenn wir dann noch eine Woche hier bleiben? Ja, können wir machen. Wir warten jetzt heute ab. Jetzt ist das Wetter wenigstens auch schon mal schön. Das ist auch geil. Abfall, bitte. Abfall? Ja. Ja, gebe ich dir. Einmal den Müll. Das Wetter ist allerliebst jetzt. Ich zeig's euch mal. Wir haben schön gegessen alle zusammen. Und jetzt nutzen wir die Zeit und machen einen Feiertagsspaziergang. Ist ja heute der 1. November. Allerheiligen. Marienkäfer, guck mal. Ein Marienkäfer hier im Wohnwagen. Livia, ich habe einen Marienkäfer hier. Warte, ich guck. Heute haben wir hier Tag der Tiere, voll viele. Da ist er. Guck mal, Livia. Der Marienkäfer. Siehst du den? Ja. Das Murphy will die Katze. Der sieht nur die Katze. Möchtest du den haben, den Marienkäfer, ja, auf deiner Hand? Der kommt gekrabbelt. Mhm. Papa hilft dir. Etty, aua. Er ist außer Rand und Band. Naja. Ich bringe die Pampers weg, ja? Ja, jetzt habe ich hier eine Fliege in meinem Kaffee. Ja. Hier ist was los. Das ist schön. Bleib, glaube ich, noch länger hier. Oh, du hast deinen Gummistiefel angezogen. Ziehst du den anderen auch an? Halt dich am Wohnwagen fest. Wenn ich die Tür aufmache, dann rennt der Smurfy zu den Katzen. Ich wollte den Vlog nur noch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss.